Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gepuzzelt hast, aber wenn du es getan hast, gehe ich davon aus, dass du gute Gefühle dabei hattest, Stück für Stück ein Bild zusammenzusetzen. Und genau diese Tätigkeit werde ich dir heute zeigen, beschreibt am besten auch das Aufgabengebiet von dir als Unternehmer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und ich habe auch eine Menge gepuzzelt in meinem Leben, also eine Menge als Unternehmer, selbst Unternehmen gegründet und vielen Hunderten von Menschen dabei geholfen, ihr Unternehmen zusammenzubauen. Und vom Puzzlespielen können wir eine ganze Menge lernen für die Zukunft von dir als Unternehmer. Was ist nun das Wichtigste beim Puzzlespielen? Bestimmt nicht die Puzzleteile, sondern das Allerwichtigste ist die Vorlage, die du brauchst, das Zielbild. Sprich also die Vision, das Konzept, die ganz klare Zielformulierung, wie soll das fertige Puzzle vorhanden sein? Denn wenn du einfach durch das Leben gehst und Chancen und Gelegenheiten und Ressourcen und vielleicht auch Risiken hast, wie sollst du im Leben bewerten, welches Puzzleteil überhaupt in deine Vorlage passt? Wie sollst du die Entscheidung treffen, in welcher Reihenfolge du diese gesamten Ressourcen zusammenbauen musst? Das allererste und das Wichtigste für ein gutes, für ein schnelles Ende beim Zusammenbau deines Puzzles ist die Vorlage. Und das Gleiche, nun, das Gleiche gilt auch für deine Unternehmung. Ohne Vision, ohne Zielhafen ist kein Wind und kein Boot und kein Steuermann in der Lage, diesen Hafen auch zu erreichen. Nachdem du deine Visionen festgezurrt hast und vielleicht auch Ziele postuliert hast mit Fristen, gilt es nun, den Blick zu schwenken in die Welt, auf die Chancen, Gelegenheiten, Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Denn der Plan unterscheidet sich von einer Strategie darin, dass dir bewusst ist, welche Ressourcen dir überhaupt zur Verfügung stehen, damit du dein Ziel erreichen kannst. Clausewitz formulierte den Satz, Strategie ist Ökonomie der Kräfte. Aber diese Kräfte, diese gilt es nun zu erforschen, zu wissen, welche Puzzleteile da draußen in der Welt sind geeignet, dein Puzzlespiel, deine Vision zusammenzusetzen, zusammenzubauen, um das Ziel zu erreichen. Der dritte Schritt ist nun, wenn deine Vision fertig ist und du dir auch bei den Ressourcen klar geworden bist, was dich fördert und was schaden kann, dann ist der nächste Schritt, einen Geschäftsplan aufzubauen. Also einen Plan, wie du etwas schaffen willst, nämlich deine Vision, dein Puzzlespiel zusammenzusetzen. Und hierbei gilt es darum, nicht einfach was aufzuschreiben für die Bank, für Investoren oder für die Arbeitsämter, sondern hier wird sich deine Zukunft abspielen. Der Geschäftsplan ist dein Reiseplan in die Zukunft zur Umsetzung der Vision. Hierbei ist es wichtig, dass du nicht mit dem Dach anfängst und dann das Fundament aufbaust und dann die Baugrube aushebst, sondern hier ist die Aufgabe, entsprechende Meilensteine aufzusetzen und in der richtigen Reihenfolge die Puzzlesteine so zusammenzusetzen, dass dann auch hinten eine logische Konstruktion deiner Vision sich ergibt. Und wenn du diese Reise, das unternehmerische Puzzle zusammenzusetzen, das erste Mal in deinem Leben machst oder wenn du sagst, du möchtest dabei Unterstützung haben, ein neues Vorhaben vielleicht schneller und mit weniger Fehlern zusammenzusetzen, dann kannst du gerne unsere Unterstützung der X-Group nutzen. Du kannst gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder uns auch weiterempfehlen. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deinem Unternehmenspuzzle. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.